fand die Programm high. Ja, LibreOffice.org. Und der Download. Kriegt ihr normalerweise für ihr System direkt das passend. Ich kriege halt die Mac-Version angeboten. Ja. Mal das von einem Windows-Computer kriegt ihr. Kriegt ihr die passend Version für den Windows-PC. Ja. Da drauf dann das installieren. Ja. Da kriegt ihr den LibreOffice, also ein Suite für Programmer. Aber was wir halt brauchen, aus den Writer. So wie hier. LibreOffice Writer sieht so aus wie ja, wie Word 2003 mal ein rausgesehen hat. Ja, die leicht brauchbare Word-Version. Also die Leute, die mir in jeder Version vom Word kennen, fühlen sich halt zu rasch, weil das genau dasselbe ist. So. Also die Dias für aus diesem Text, den ihr gesehen, ein Formatage zu machen, das ist ausgesehen vom Text zu ändern, nicht den Text selber. Das nennen wir der Formatierung, Formatting. So, dass daraus eben eine Art wissenschaftliches Dokument entsteht. Okay, da das Debüt, das wollen wir als Exerzis machen. Dazu also da eine passende Prüfung gehen, ein passendes Exerzis gehen, wo da die folgende Sache sollt realisieren. Mit Page Style schaffen natürlich Seiten ausgesehen, der Text von der ersten Seite. Cover Post Style auf Englisch Header und Footer. Soll Styles, Paragraph Styles erstellen. Tisch Titre, hier hauptsächlich Titel und Tät. Und die Titel sollen dann automatisch nummeriert gehen. Die Rotation des Tät automatisch. Ja. Und dann ein Table de Matière, Sommaire, meine Französisch. Table de Matière, oder genannt, oder auf Englisch Table of Content, TOC. Ein Index mit wichtigen Wörtern. Das Ganze soll können geprintet gehen, logischerweise. Ja, wie gesagt, das aus, wenn es fertig ist. Aber hier könnt ihr den Text, den ihr müsst dabei schreiben, laut der Regel von der Kunst, passenden Text für die erste Seite. Auf der zweiten Seite sieht ihr ein Table de Matière, das wird der Computer erstellt. Oder wenn ein Header und ein Footer mit einer Seitennummerrotation. Ja, und so ähnlich wie der Titel soll die Sache dann aussehen. Ja, eine kleine Spezialität, Kapitel 3, als wie formatiert, die ganze Zeit aus, dann, Thierry? Ja, wir nennen das schon mal Mode auf Französisch, Mode. Paysage. Mode Portrait auf den HGV, Mode Paysage de BredeV. Ja? Und zwar so, dass ihr nicht zwei oder drei verschiedene Dokumente mischt. Ja, die meisten Leute kriegen dort nicht hin. Der kriegt das hin. Und zum Schluss, ihr seht da, was fehlt nach unserer Sektion Source und fehlen noch Footnotes, wir machen ein paar Sachen mit dabei. Aber meistens damit zum Schluss könnt dann ein Index mit der wichtigen Wörter. Stichwort Register auf Deutsch. Ja? Ja. Die stehen da. Was steht dann da? Ich sehe nur Nummer 3 Wörter. Weißt du damit? Weil ich da ja das heute ja gehen hat. Da gehen. Thierry? Auch schon nur einfach, aus diesem Text drei Wörter rausgefischt. Hat auch können drei andere holen oder mehr Wörter. Der muss das im Computer natürlich mitteilen, aber wie das so logisch weil es tauchen ab, wisst ihr dann, das Logiziell wäre, Virus muss hier kommen. Soweit klar?
das Dokument als PDF-Dokument für zu gucken und zu printen oder ihr kriegt, der könnt ihr nicht unbedingt drehen, weil da müsst alles so machen. Okay? Also das Angaben und sich nur an den aufackern als Debüt. Jo, fängt man an. Was brauche ich also? Fängt man an mit den Page Styles. Was ist das? Page Style. Page Style ist alles, alle Ausstellungen. Ein Style sind ein Ensemble von Ausstellungen, die zu der ganzen Seite passen. Also es geht halt nicht um Abschnitte, es geht nicht um Schriften, es geht um Seitenausstellungen. Was kann da für Seitenausstellung? Was fällt der Sturz so an? Was muss ich auf einer Seite ausstellen? Nicht nur mit dem Thierry, auch der Kern beispielsweise. Kern, was muss ich wissen als Seitenausstellung? Erzähl. Was geht der langweilige Film? Ja? Den Aufstand zu allen Seiten, ich menge, du mengst den Rand. Kann das sehen? Ja. Gesehen der Rand hier, im Moment, oben, links, rechts und geht auch noch Rand innen. Das ist die Randdarstellung, Margins auf Englisch. Aber, Sache wie denn, Papaya-Format. Was Papaya-Format, das wird da tot und dann das gängige Format an Europa aus. Thierry? Ja, DIN steht für? D.I.N. DIN? Deutsche Industrienorm, wie das wurde gesagt, also nicht das Format, den an der Rest von der Welt auch unbedingt gültig ist. Amerikaner schaffen mit einem sogenannten Letter-Format, den er sah nicht. Also ich muss nur gehen, dass es in der Feier ist, dass so ein Standardausstellung hat. Ja, muss aber checken, ob das auch so was. Der Rand. An. Wichtig, ob ein Kap- oder Faustzeil auf der Seite drauf ist. Alles das fand ich in sich am LibreOffice Writer beim Format Page. Ja. Und du guckst, Format Page. Gehen wir den Partie Reiterin oben. Ja. Wir sind nur just die gängige Sache, die wir brauchen. Bei Page gucken wir, dass es A4 ist und da kann ich nämlich auch suchen, ob die Seite Portrait oder Landscape hat, auf was Randerstellungen sind. Ja? Was gibt auch noch einen Organizer? So, ich kann wie gesagt den Rand eine Erstellung gehen, eine Nummer gehen. Ja? Und der Bitte also in sich, dass die hier eigene Style kreiert, eigen Ensemble von Erstellungen. Ja? Eine gute Nummer für hier beispielsweise. Ja. Die Fallstyler kann ich nicht ändern. Den ist schon fest. Gestrickte Kanzel. Ich gehe bei Format. Wo sind Stilen alle guten? Bei Styles and Formatting. Und dann habe ich drin über Kategorien. Paragraph Styles, Character Styles, Frame Styles, das sehen wir gut nicht. Page Styles, List Styles sehen wir ebenfalls nicht. Mehr gesehen, Page Styles und Paragraph Styles. Wo gehe ich los? Bei Page Styles, Klick. Und es steht Custom Styles, hier so viel wie benutzerdefinierte Stile. Und wenn das gerne All sieht, klickt hier auf All. Und dann hat er das, was am Programm schon für definiert wird. Es gibt einen Stil, den heißt First Page. Ja. Laut dem Exercis, also du so stehen, den er soll holen und umändern. Kommen wir mal an einen Kern neuen. Ich klicke hier. Oder ich klicke auf das Weiß, das geht mir einfach. Irgendwo da, wo es weiß ist, mache ich jetzt Klick. Und ich mache New. Da kann ich nämlich einen eigenen Stil machen, wie ihr seht. Name aus. Ich nenne all meine Stile, ob Page-Style oder Paragraph-Style, ob Französisch. Und ich fange nun mit Ma, Me, Mon. Ja? Und ich nenne die dort Ma, Première Page oder Ma, Page de Garde. Next-Style ist nicht interessant.
Aber innen ist interessant. Guck. Da steht schon ein paar die Sachen. Ja, das sind die Ausstellungen, so wie sie am Moment wären. Das sind die Ensemble von Ausstellungen, haben wir den Komma getrennt. Ich checke da wohl einzeln durch. Paperformat A4. Voilà. Laut Exercice soll der Randausstellungen für die erste Seite aus und sich nicht vier gehen. Da machen wir das so wie die anderen Seiten. Auch hohe Bar 1 cm, hohe Bar 1 cm, was andere mal. Ah, und da steht hohe Bar 1 cm. Wo klickt Jenny? Ja, top or bottom, okay. Gut, Englisch können wir. 1. An gauche 3, an droite 2 cm. Gauche 3, also left, an 3 und 2 haben wir schon. So. Wichtig ist, ob ein Echtzeit von einem Rapport scientifique könnt nie was? Jan, was könnt nie ob ein Echtzeit? Oder aller meistens nicht? Voilà, ein Kopf an ein Faustzahl könnt nicht dahin. Also geh nicht gucken. The margin setting is out of print range. Aha. Okay, für die Imprimante, die im Moment angestellt ist, auf meinem Computer. Wird getockt. Okay. 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 Gut. Also, do you want to apply these settings? Yes. Die Imprimante, die vorgestellt ist, also ein Privat, die packt wahrscheinlich den Innenstrahl mit den Zentimetern, das ist hier wahrscheinlich zu klein. Ja? Header, du steht Header on. Ja? Im Moment wird der Style high, K-Cup auf Faustzahl. Und da werden wir auch schon fertig damit. Also schon gecheckt Page, Header, Footer. Oder wir, wenn der will, einen Rand rundherum die ganze Zeit machen, die Leute die so Sachen machen. Ja. Oder ob der Text an eng oder mehr Kolonnen steht, wie gesagt, ist alles schon ein bisschen mehr speziell. Okay. So. Da muss etwas Wichtiges behalten. Du hast den Style definiert, aber hast du schon appliziert. Was ist das nicht? Normalerweise nicht. Der definiert für dich und dann nur so, da wo der Wert will, anwenden. Als Stelle für Styles, als eine Etappe, anwenden für Styles, als eine andere Etappe. Klar? Nicht vergessen, oft vergisst der Aufhänger die zweite Etappe. Ich muss dann noch anwenden. Ich muss ihm sagen, welche Seiten oder welche Seite kriegt dann nur den Page-Style. In dem Fall ma première page. Probieren das ein bisschen aus. Ich klicke ein bisschen auf die erste Seite. Da mache ich einen Doppelklick. Ah, oder gesehen? Ja, der Rand wird sich geändert. Für welche Seite? Im Moment wird nicht gemacht für alle Seiten, weil er nicht keine andere Information. Er weiß es nicht. Im Moment geht es dann für das ganze Dokument nur in E-Style, und zwar mit Première Page, das will man ja nur ändern. Ja? Wahrscheinlich ist es bis jetzt ein bisschen definiert, und ich muss ihm sagen, ja, wie fängt was an. Und dafür geht es etwas, das nenne ich ein Break. A Break. A Manual Break. Wenn ein Manual Break, so nicht gehe ich beispielsweise auf die nächste Zeile, die nächste Kolonne, in diesem Fall auf die nächste, wenn einer Seite an, benutzt dann für die Seite, die du noch könnt, folgenden Page-Style. Okay? Dann tut man nämlich nicht, man das noch nicht. Ich muss ihn mitteilen, okay, du fängst du ein neuer Page-Style an, den anderen.
Okay, man tut mir just die echte Zeit. Aber noch nicht appliziert. Appliziert probiert, denke ich, hat das gegangen. So, laut Angabe von diesem Exercice. No. In diesem Fall habe ich mich über das Sache wasch gesagt. Ja. Ja. Ma première page. Ja, ich gehe statt hin und mit. Was ist so ein Stil? Prädefiniert, das konnte ich heute nicht darstellen. Orientation des Pages. Was war das? A4, Portrait. Etwa Marge. Hoch und bas. 1 cm. Gauche 3. An droite 2 cm. So. Und das soll dann machen: mes pages mode Portrait, Stil. Und mes pages mode Paysage. Wir gucken eigentlich schnell auf die Lesung. Also schon eine echte Seite, die ist speziell, weil sie kein härteres Futter hat, nicht wie all die anderen, die hier sehen. Und laut Dokument erkennt den hier relativ gut. Ja, wo sind dann die Seiten, die den Heiche weh sind, an die Seiten, in diesem Fall aus dem Eng, der Brede weh. Klar? Das war ich ja noch, für zu wissen, wo wenden ich was tun, aber wo man ich überall ein Bruch. Ein Bruch. Ein Manual Break, ein Page Break, wo ich so da gehe von der Platz und gehe bei einer Seite an die neue Seite und Stil sammeln. Hm? Die, die verstanden? Das ist nicht so ganz schwer, wenn nicht bis eigentlich kapiert wird. Also mache ich ein neues Stil. Jetzt klicken zwei Schwutweisers. New. Aber wie nennen wir den Stil? Mes Pages Mode Paysage. So, Erstellungen. Hoch und bas 1 cm. Top. Button. Left. 3. Right. 2. Header und Footer aktivé. Ja, das tut dann aus die Meldung vom Printer. Header. Und Footer. Boah, was die dort in Erstellungen sind, on s'en préoccupe pas pour l'instant. Los da einfach un und aus. Dann ist schon ein neuer Style. Und last but not least, ein dritter Page-Style. Und den ich hier steht, mes pages mode portrait. Hier steht dort, mes pages mode paysage. Page. Ah. Is already in use. Wie wart? Ja, schon falsch benannt. Ja, da ist auch gut, dass ich einen Fehler mischt, weil, da kann ich echt nicht mehr schweißen, also ich kann einen Modify von einem bestehenden Stil machen, das ist wichtig. Modify. Was will ich andere bei den Num? Ah, und ich den Text geändert, aufpassen, Edit, Undo, Delete. So, Modify. Und dann, Mod, Portrait war das dort, ein falscher Num. Ich so, okay. Voilà. New. Mes pages mode paysage. Page. Was muss ich ändern? Maria? Landscape ist das echt. So. Für die Randausstellung steht da. Das da. Alles auf 1 cm. Alright, ja. Int. Von der Neustadt geht als Einheit 1 cm als Grunderstellung. Ja. Header und Footer. Ja. Okay. So. Ich habe schon 3 Stile definiert und die erste, ich will sie nur applizieren. Das ist, an von der ersten Seite manage a Page Break. Boah. Es ist noch keine Echtzeit. Hm? Der Text fängt hier an.
Han dem Titel. Ich kann den Titel auf die erste Seite machen. Oder ich gehe hier an den Sohn für den ersten Buchstabe. Übrigens, ich habe hier auf ein Knöpfchen gedrückt gehabt, Non-Printing Characters sollen angewiesen gehen. Buchstaben und Zeichen, die ich nicht gesehen habe, die nicht geprintet gehen, sollen angewiesen gehen. Weil da sehe ich nämlich überall da, wo ich ab welche Taste gedrückt habe, wenn das Zeichen könnt. Der spiegelverkehrte Pedo. Ja? Enter oder respektive Return-Taste, ja? Genau. Anders gesehen auch überall da, wo ich hin, es passt gemacht, ja? An anderen Sachen, wie der Logo sieht. Also, Insert Manual Break. Ich will eine nächste Seite gehen. Welche Seite kriegt die Seite, die du noch kennst, nachdem die idle Seite angefügt ging? Welcher Stil wird den Text, wo du steht, Logiciel Malveillant, und dann Logiciel Malveillant en Anglais und so weiter? Kriegt der Stil? Ja? Richtig. So. Ist das gegangen? Ja, wenn ich hier drauf klicke, gesehen ich, dass das dort noch aktiv ist. Aber wenn ich echt seid, wird du den falschen Stil. Ich klicke dann auf die echt seid. Und ich muss eventuell doch, meine Premiere Page, ich sehe just nach kein Unterschied, weil die anderen dieselbe Stranderstellung haben. Weil ich einfach gesehen als den dort gestrichelten Linien. Ja? Die gestrichelten Linien, weiß der, wo ein Page Break angefügt ging. Ist das soweit klar? Von dir tippt, an der kriegt ihr deine Seite raus, da geht hin automatisch auf die nächste Seite, das geht Page Bruch, da das ist ein automatischer Umbruch. Da hat er einen manuellen Break, dafür einen Manual Break, weil dir hat gesagt, geht du von der Platz hin auf die nächste Seite. Klar? Wie gibt es statt löschen? Na? Oft kann man sehen, dass in deiner Seite zu viel angefügt wird, dass uns aus der Linie wie ein Zeichen, ein Buchstabe, den ich kann wasch machen, und im Prinzip aus schon Backspace-Taste. Seht ihr? Backspace-Taste, Lösch-Taste für Inselbuchstaben, ja, dem am Pfeil, den nur längs geht. Klar? Man tut noch rückgängig und du Delete Paragraph. So. Gut, und da muss ich rausfinden, ja, dass wir kommen auf Anwenden für Stils, haben wir ja schon ein Kilo gemacht. Wir brauchen davon ein Kilo, weil wir wollen ja hier diesen Abschnitt, respektive den Titel Historik, mit einem ähnlichen Abschnitt rumfangen. Ja? Thema Text rumfangen an einem größeren Dokument. Ich kann nur scrollen und lesen, bis ich es fange. Oder ich kann was machen. Mehr so. Und ich eine Möglichkeit für das zu fangen. Wie fand ich Text aus einem Dokument? Sticker Text? Was? Ja, okay, du stehst den Aslo schon auf, weil er schon ein grabes Gesicht hat. Okay, der tut das normalerweise so. Ja, wer wäre der richtige Platz gewischt? Tiago? Wie sich nicht Text? Wie sich ein Stück Text aus einem Text-Processing-Programm? Meistens steht das an den meisten Programmen an dem Edit-Menü. Find, richtig. Was ist denn eine sichere Überschrift? Historik? Aha. Historik Level 1. Ja. Und da war es just ein Abschnitt und da könnt ihr den nächsten Text. Also klicken ich genau vier Runden. Den Haar von der Überschrift. Die soll ja bei getrennte Seite. War das der nächste Schritt? Lin? Wie kriegen wir schon mehr Seiten im Bruch, manuellen? Na, merkt ich sie gerade. Schon mal eine Abzeichnung, wenn das Menü liegt, nicht mit. Menü liegt, taucht nicht auf, wenn meine Abzeichnung bauen. Okay. Insert, Menü.
Richtig. So, lo, was stellst du noch an, außer dass du siehst, dass du Page Breakers? Muss sehen. Ja, vielleicht, wenn es gegangen ist, wenn es funktioniert. Mode? Porträt? No. Etwas immer den Stil, den Nomen umbruch könnt, der gefroht ist. Ja, wann aus den anderen. Mes pages, mode, paysage. Ist so ein. Okay. Ah. Seht ihr? Ja. Ja, da das, wenn es die Numerotation will senden, denn die Frucht, die, wenn es die Seitennumerotation, die automatisch kommen, noch beim anderen Foot. Ja. Wenn bei einem anderen Page ist, also so, okay, lo fängt mit Seitennumerotation beispielsweise dann bei Ihnen und, ja, dass du praktisch, wenn es wie sagen, 8 Kapitel machen, hat komplett eine andere Seitennumerotation, damit das spezial, ja. Man geht nicht zu so viel an Detailer. Weil sonst kriegen wir das noch nicht hin und Dinge dürfen. Just Basics, ja? Basics of Basics. Aber lohnt es nachguckt. Schon nur eh Seiten im Bruch. Mir war das geschieht. Wo sind all die no folgenden Seiten wieder gesehen? Mir sah? Ja, und zwar genau wo. Right you are. Insert, manual break. Welche Style hat dann? Genau so. Der versteht, für was Page Style interessant können sind? Ja. Übrigens, entre Parenthèses, die dort Funktion Page Style skidded am Microsoft Word nicht. Du hast die Sache Sections, a Section Break. Ja, Funktion ist ähnlich, aber LibreOffice und OpenOffice wird ein bisschen mehr konsequent im gesagt. Ja, das ist besser hier. Aber bon. Wie gesagt, wenn du sollt am Word schaffen, mich spät, denk dran, du hast die Sache Sections. Nein, das tut uns nicht für zu vergessen, das tut uns für irgendwann nicht umzuwenden, außerhalb von diesem Kurs. Ja? Vielleicht könnt ihr euch noch vage erinnern. Ja, gut, das war doch just eine Randnotiz. Jo, das klaturiert das Sujet Page Styles. Ja. Kommen wir auf das Kapitel, was setzen wir von Text auf eine echte Seite? Das ist die einzige Stelle, wo wir von Inhalt schwätzen und nicht von Formatting. Ja, jetzt kann ich wissen, was ich da muss beurteilen. Und dafür gibt es den Kurs, den ich euch auch gebe. Ein Dokument, das geschrieben wurde ursprünglich für den Dossier im Commerce. Ja, Redaktion d'un Document Scientifique. Und da geht es das Kapitel über première page. Also Kapitel Nummer 5. Guckt mal beim Kapitel Nummer 5. Hier steht eigentlich erklärt, wie ich auf die Page Styles komme. Bon, die Note habe ich die erste Zeit behandelt, das schon nicht mehr allgemein gemacht. Avant, la page de garde doit contenir les informations qui décrivent le contenu du document. Par exemple, un rapport scolaire doit afficher en première page les informations suivantes. Also, für lycée, du nom vom auteur, das ist in dem Fall wen, das ist euch oder dir, wenn dir es schreibt. Classe, matière, branche, ja, branche, bon, aber die Classe, wenn du Schulprojekt hast, ein Datum, meistens den, wo es doof geht, das kann ich einfach dem auch, wo es geschrieben wird. Aber wenn ich ungefähr halten, geht in den Mund und nicht den präzisen Tag.
Ja. Na, also da gebe ich mir, entweder wenn es den präzisen Datum gehen gehst, den Datum wo es doof ist. Natürlich würde den Titel, vielleicht auch einen Untertitel. Und die Sache, hey, also mehr optional. Ein kleines Logo könnte gut sein. Oder vielleicht auch ein Bild, was das Projekt charakterisiert auf der ersten Seite. Alles das. Also okay. Das heißt, andere wieder. Was schreiben wir noch heute drauf? Den Titel aus, und was geht das? Das geht Logiciel Malveillant, also als das ein Haupttitel. Schreiben wir den mal, dann setzen wir es noch Platz. Logiciel. Ja, den Style haben wir gestartet. Guck, der steht auch da, wenn du guckst, grob, mal Première Page, der Page-Style habe ich. Also, wir müssen nicht von Paragraph-Styles, auch von Schrifterstellungen, auch von anderen Sachen geschwärzt. Im Moment. Da sind wir just beim Continue, reinen Text. Ja? Bon. Non. Ja. Klasse. Ja. Gut, ich mache direkt etwas, was ich dir noch erklären. Ein Tab-Sprung. Ja, den muss ich dann allerdings so machen, dass sie für all die anderen geht. Das geht am schnellsten. So. Klasse. Klick. E-mal Tab. Kann der Tab-Tast? Links neben dem Q. Die sie haben TG2. Das. Als dann 25. Juni 2014. Die Sache muss ein Drop. Idealerweise ja noch mehr und mit. Machen wir zum Schluss. Und mit von der Seite. Die meisten Leute machen nur die Methode da. Und sie machen ein ganz Rutsch von einzelnen Abschnitten. A evité. Echt seit. Guck mal da noch. Mal weiß. Los da kein alte Zahlen stur für die Echtzeit spielen, da man kein Gott. Kommen wir auf das wichtigste Kapitel. Hi, mit Abstand das wichtigste Kapitel, als Kapitel über Paragraph Styles. Also die Sachen hi, die ich hi fange. Man steht innen noch immer All Styles. An der sieht hier ein ganz Rutsch von vier definierte Paragraph Styles. Ja. Auch die benutzt man nicht mehr. Wir machen selber Styles. Ja. Das ist so ähnlich wie funktionieren Paragraph Styles. Grosso modo, es sind Erstellungen, die sich auf was applizieren. Auf Zeit, nee, dann ist es Page Styles. Was appliziert sich auf Paragraph Styles? Ja, und auf Deutsch ist das ein Absatz. Ne? Ein Absatz. Als immer dann, wenn ich auf Enter drücke für den Computer. Und es sind also Erstellungen, die den Absatz betreffen. Das sind dann ganz rutsch. Die ich da kann anstellen, mehr gesehen sind ein paar davon, nicht alle. Es gibt noch etwas, was ich muss wissen bei dem Thema Paragraph Styles. Und zwar Verirrung. Ja? Da kennt das, wenn der ein größerer Schwester oder Bruder hat. Ja? Und geht um Kleidung. Ja? Der kriegt Sachen Gift. Ja? Lohm und Sohn, der hat alles. Blues, Box, Rim. Ja? Vielleicht überholt er ein Stück davon. Ja? Und wechselt den anderen aus. Heute funktioniert das auch so. Der hat einen Stil. Und ein Stil kann sich auf einen anderen Stil basieren. Ja? Da geht der Papa-Style und geht der Kant-Style. Ja? Du kannst alles überschreiben, aber du kannst Sachen behalten. Da muss ich sie nicht neu frisch definieren. Ja? Wie funktioniert das? Ich weiß, das ist mir einfach. Ich meine einen echten Paragraph-Style. Und zwar benutze ich ein paar Informationen. Voilà, realisieren in première page. Voilà, das tun wir erledigt. Herr der Futter, machen wir nach.
überspringen das kurz und kommen auf Paragraph Styles. Oder nun, in diesem Fall so nicht, mein Text und da. Was kann das wohl bedeuten? Was für Art von Text soll das sein in Ihrem Dokument? Mon texte d'art par opposition à. Das ist der Contraire hein? Von einem Standardtext. Sinn. Mirza? Okay, also wenn ich keinen Titel habe, habe ich Standard normalen Text. Das, also so kein Löschen, ja, keine Abzählungen. Mehr normal geschriebenen Text. In diesem Fall ist das all die ganze Rest. Also das Dokument besteht aus 1, 2, 3, 4 Paragraph Styles. Okay, guck mal die erst. Was sollen Grunderstellungen sein für den Normaltext? Schrift soll sein Police d'écriture en français, auf Englisch Font. Garament ist Schrift. Und Schriftgröße soll sein, wenn es dann nicht durchgeht, 12 Punkte. Da gibt es etwas, das wird in Herr Gambo LK vertikal genannt. Von sehe ich, ist das so viel wie los, nur all Abschnitt, den, wo der Style appliziert wird, 8 Punkte. Die Schloss Platz. Nur all Abschnitt, der nicht überhaupt gesehen ist, wo ein Abschnitt aufhängt und abhält. Ich weiß es. 8 Punkte. Ah, kleine Information. Da tut denn als nicht den Domainnamen für Portugal, PT. Mehr. Mit der Nennung, was der Punkt bedeutet, was das ein Punkt in diesem Kontext. Ja, Lin? Hm? Nee. Nee. Weil ein Pixel, nee. Punkt ist ein größter Einheit. Ja? Seine Unität wie Zentimeter, Millimeter. An einem Punkt, an der dritten Spruch, ja, rum 0,3 Millimeter. Also Punkt, Heicht. Es geht um Heicht für Schriften. Schrift Heicht. Klar? Wurde in sein Handy nicht ausgemacht? Ja, no, egal. So egal, wo es war. Also, Schriftgröße 12, also 12 Punkte, wenn ein Punkt rund 0,3 mm hat, wie groß ist Schrift dann? Ja, 3 mm, was ist sicher? Geht es Ihnen zuerst da? Ja, nein, am Rechner sind wir da nicht so ganz stark. Wenn ein Punkt 0,3 mm groß ist, wie groß sind dann 12 Punkte? Was? Nein, du wanderst ja nicht von Punkt nach Punkt um. Wie von Punkt nach Millimeter? 3,6? Wie kannst du? 12 mal 0,3. Und da kannst du ab 3,6 Millimeter. Wie viel? Zwölf mal 0,3. 3,6 Millimeter. Das ist gut. Das wird nicht so ganz sicher geklungen, ja? Okay, also rund 4 Millimeter habe ich, ja? Gut. Machen wir das, Line Spacing Single, gesehen wir, was das bedeutet. Alignement Justifié, gesehen wir, was das bedeutet. Und Retrait Première Ligne auch. Okay, das tut das sehr, wahrscheinlich am Ende nicht ganz viel. Gehen wir bei diesem Text. Hi. Wie gesagt, das Prinzip ist nicht direkt applizieren, mehr ein eigenes Stil. Irgendwo, wo du weißt es. New. Mon Text Standard aus dem Namen vom Style. Durchstung so ein Satz, wie basiert sich auf keinem Stil.
übersetzt Datei ob linked with. Verlinkung oder Verirrung? None. Ich irre nicht von keinem. Ja? Der Montext und auch aus dem Adam-Stil. Ja? Den echten Stil, auf dem man die anderen Sachen basieren. Und zwar fängt man rum mit den einfachen Sachen. Font. Sollt sein, Garamond 12 Punkte. Also wählen Sie aus. Auf dem Klima jetzt mal tippen ich einfach G-A-R Garamond. Das ist eine andere Schriftfamilie. In Wirklichkeit sind da dort 1, 2, 3, 4 verschiedene Schriften. Ja? Aber für es einfach zu machen, so mit Schriftfamilie aus Garamond. Aber wenn du steht nicht da nicht, regular aus der Normal. Ne? Bold als fett, italik als kursiv, schief geschrieben, bold italik als eben schief als kursiv. Mehr regular 12 Punkte soll die Schrift sein. Übrigens kann ich heute noch den Spruch vom Stil erstellen, dass wir in diesem Fall wir nicht German mehr. Für was hat das eine Bedeutung, wenn ich so Sachen möchte wie Silbentrennung? Ja? Wissen Sie, was ich meine mit Silbentrennung? Ja? Da muss ich wissen, welcher Spruch das ist. Okay, also machen wir das nicht. Ja? Ich kann doch keine French hören. French und dann gibt es eine Spruchvariante. Ja? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber bon, es gibt Subtilitäten zwischen French, Switzerland, French und so weiter. Aber es war. Gehen wir bei. Indents and Spacing. Da stehen andere Sachen. Indent, auf Französisch Retrait. Hier ist so viel wie Rickel den Text rechts an links an. Before Text links, After Text rechts. Also wir schätzen nur von Rickel par rapport zum Rand. 0 cm fängt den Text an. Ja. Rickel Sachen ran. Stung so etwas an dem Dokument. Retrait. Première ligne. Stung da. Ja. Das ist so mal ein. First line. Soll 1 cm ragregelt sein. So ist meine Stung nicht. Stung ein Landspacing Single, also ein einfacher Zeilenabstand. Zahlen am Abschnitt, also nicht von Abschnitt zu Abschnitt, dann also das Spacing, mehr Line Spacing sind Zahlen am Abschnitt. Klar? Du in den letzten Buch beispielsweise verlangt, wenn dir Text aufgeht, ein Line Spacing von 1,5 Zahlen. Ja? Hier hätte ich gerne ein Single. Bon, es war aber nicht alles, es fehlt noch eine Erstellung, und zwar die. Was finden wir dazu? Und wir sehen nicht. EK vertikal. Los, nur all Abschnitt 8 Punkte. Übersetzt nicht hier. Nur im Abschnitt hier so viel wie. Above oder below? Hm? Below. 8, oppassen. Da können wir den Fehler machen. Der schreibt 8. Und der passt nicht ab. Da müssen 8 cm. Das wäre ein riesen Abstand. Ja. Ach, der könnte PT schreiben, ja. Dann übersetzt ihn das automatisch. Okay, mit 0,28, ja, das könnte hin. Danke zur Test. Was war, hat man gesagt? 12 Punkte wären. Ja, jetzt sind da ein bisschen mehr, 0,42, was war es nicht genau, 0,3, das ist bloß kurzer Quatsch da Hand im Komma. Ja. Okay, also 8 PT, nur all Abschnitt. Line Spacing, hat man irgendwas vergessen? Alignment. Ah, Alignement. Steht da drei? Alignement. Ja. Nicht ob das und das Mob steht mit steht drei. Ui. Justified. Justified hier so viel wie? Was hier ist die Sache? Left, right, center und justified. Der kennt da drei und das ist knapp schon. Die Jute knapp ist erkannt als Student. Ja? Links aligniert ist, der fängt alle um selbst den linken Rand an. Rechts aligniert, er hält alles um selbst den rechten Rand ab.
Und damit, Center, steht alles, all Einzelzahlen stehen damit. Und Blocksatz, auf Deutsch ist das unter Blocksatz. Ja. Shape proper. Ne. Und zieht Zahlen dann aus Nähen. Ja, wo nicht viel wieder an der Zahl stehen, kann dazu nicht schöne Effekte feiern. Kredit verbessert, mit Silbentrennung abgeschaltet. Ja. Probiert dann mit Silbentrennung die Sache proper zu disposieren. Aber das sind Details. Für Silbentrennung will ich auch nicht viel schwätzen. Okay, also Justified, also nicht nur Ausstellungen. Es sind Ausstellungen für die Schrift, es sind Ausstellungen für das Alignment, für den Retray Go-Strat, Retray Indent Go-Strat, Spacing, als EK vertikal drin drüber. Online Spacing. Und das war es. Es sind den Style definiert, aber nicht appliziert. Ich will nur ein Mensch aus dem Ming gesehen, ich will nicht die ganze Rutsch gesehen, gehe ich hier auf Custom Style an ich gesehen. Mein Text und da wollen ich etwas ändern, Rechtsklick, Modify, Erstellung und ändern. Gesehen wir nur noch, wenn wir es bis appliziert tun, super praktisch, super praktisch. Ich gesehen an meinem Text, die Schrift gefällt mir nicht. Ja? Und ich eh Standard-Style auf die all die anderen Ebenen. Wenn man so ein Garamond oder Gift stellt, dann nehme ich an. Ja? Dann kann ich auf EQ, zack, das ganze Dokument ändern. Ich klick, wupp. Ganz Dokument mit einer anderen Schrift. Praktisch. Super praktisch. Gesehen dann noch, wenn wir mal Titel nennen. So, mein Text und Dach. Wollt ihr denken, gesehen, wie das gesagt? Kommen wir appliziert mal auf den Text von der ersten Seite. Doppelklick. Wupp. Ja. Der gesieht, er wird. Die erste schon immer eine Zahl pro Abschnitt, an der also 1 cm angeregelt gehen. Ja? Die Schrift wird geändert. Oben steht da noch ein bisschen der Stil. Seht ihr? Oben? Seht ihr Paragraph Styles? Ja? Nein, nein. Jamais das. Kein idle Abschnitt. Das Prinzip der Basis ist, los die Trennung von Abschnitten definiert das am Style und macht keinen idle Absatz. Nee, nee, nee. Los hin automatisch an die nächsten drei gehen. Ja? Das ist so basic, ganz krassen Anfängerfehler. Leute, die probieren, nur alle Satz an eine andere Reihe zu gehen. Natürlich einen neuen Absatz zu fangen. Nee. Abschnitte, Paragraphs, die Paragraphs. Los hin, er Zeilen automatisch füllen. Gut. Appliziere mal ein Lenk hier über die Überschrift. Die große Überschrift vom Text steht nicht am Dokument, das machen wir dann nur getrennt. Aber, gucken wir mal Standardtext. Ich meine, das tut noch dran, dass ich, ja, gesehen ich noch gut. Gut, hier könnt ihr die Überschrift, die ihr nicht macht. Aber, mit der Maus geht das los schlecht. Ich muss das richtig machen. Also den Text von do, nur do. Mein Text dann da, 3, 2, 1, Klick. Ups, seht ihr? Die erste Zahl von einem Abschnitt, also 1 cm, das war die dritte Première Linie. Ja? Sollte der ganze Abschnitt 1 cm gehen, das war die Darstellung Indent Before Text. Da könnt ihr euch erinnern. Ja? Du bist da auf 0, dafür aus dem normalen Abstand. Guck, ihr seht das optisch hier mit den Dreiecken. Die erste Linie hier aus den ersten Dreieck steht auf 1 cm und für die andere Zahl gilt den Dreieck drinnen. Klar? Wenn ich bei der Hand die Wachstellungen klick, kann ich oben auf die Dreiecke gedrückt. Gut. Wenn ihr seht den Abstand, guckt die 8 Punkte, seht ihr das hier? Das sind die 8 Punkte Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt, den ich ausgeführt habe. Klar? Noch vorne dazu. Also der Blocksatz muss ich ein bisschen aus der Face gehen. Das Style so machen, Cancel, ich will ihn nicht ändern. Ja? Nee, das ist ja gut, schlägt sich. So. Okay. Ich kann noch weiterführen, man das noch anischt. Ja? Ich könnte das auch den ganzen anderen Text auswählen, den do. Mon Text und da. Klick. So. Klick. Und so weiter. Ja.
Ja. Du denkst du drun? Ja? Okay. Was sprach der Tutor für die Formatage schalten ich dann, für das ich mich Abschied da gesehen? Ja? Ja? Nee. Die als Day, du hast das richtig verstanden. Es geht hier um das gesehen, nicht um Erstellung von Text. Hm? Also das ist ein Fake-Rapport. Ja. Okay, die verstanden vom Paragraph-Style, okay, weil die verstanden nur, da kommen wir los auf die Verschriften-Styler. Ja. Die Verschriften, die wichtigsten Elemente für die Strukturation von ihrem Dokument. Okay, E-Style haben wir also erledigt. Da seht ihr, die vier Punkte hat er lokiert. Niveau 1. En-Tête. Nom du Style, mon En-Tête 1. Geld für den Niveau 1. Da könnt ihr euch erinnern, dass wir gleich darüber gespart haben, wie das funktioniert mit den Überschriften, mit den verschiedenen Niveaus. Niveau 1, 2 und 3, große Überschriften mit klein, mit den Punkten. Ja, da könnt ihr euch erinnern. Okay, das kann ja, von wem ihr wenn man etwas? Und dann guckt, dieser Satz. Wir irven Erstellungen von. Was irven wir, wenn ich nicht andere gehe, wenn ich nur noch abhalle? Was tun ich also alles Gift von Erstellung? Alles, was wir gestaltet haben. Richtig. Weil das ist ja, was auf keinem Stil basiert, also irven ich alles von meinem Text und da. Gut. Aber ich habe nicht gesagt, der irft alles, aber du noch einer da. Und was ändert par rapport zu meinem Text und da steht dann hier. Hm? Mi groß, da steht nicht Garamond. Siehst du? Also, wenn der Garamond nicht redefiniert, ist klar, dass auch diese Schrift Garamond ist. Aber just mi groß, 16 Punkte, fett. Das ist kein EK-Vertikal von 8, mehr von 16. An, die Verschriften sollen. Und die dort den Typ von Überschrift soll Bleu Français sein. An der Retrait, eine Première Linie von 1 cm, nee, das will ich nicht. Null. Die Überschrift soll nicht ra geregelt sein. Hm? Ja? So, schon nochmal die verbessert. Okay? Also behalten wir das. 16, fett, EK vertikal 16 auf Bleu Français. Okay, der probiert erst daran zu erinnern. Ich definiere den Stil. New. Muss ein bisschen Gas geben. Mon En-Tête 1. Next Style ist egal. Was der Stil, den nur diesem Abschnitt könnt, kann das egal sein. Wir ändern den ganzen Text. Next Style ist wurscht. Linked with ist wichtig. Ja, du steht schon mein Text und da wird dann ausgewählt, das müsste ich da ausfüllen. Category Conditional Styles vergessen. Auto-Update setzt man nicht. Indents and Spacing. Retrait Première Ligne 0 cm. Aber ja, da muss ich den anderen noch auf 0 stellen. Das heißt, Rickel nicht dann. Spacing above, below. Ja. Thierry? 16, aber nicht Zentimeter mehr Punkten. So, Line Spacing stu nicht drüber. Alignment stung nicht drüber, aber wo stung ab es? Bei? Font, also ich klicke nicht high, ich klicke just greist. Do, anders so, das soll fett sein. Ja? Font Effects stehen in anderem Farbe, das Blue. Wann nachher ab es, was das soll ausstellen? Ja, Lin? Was ist das hier, Bleu Foncé? Ja, Bleu Foncé. Ich habe mir ein. Ja, Bleu Foncé. Also, das geht ja nicht um Fachlehrer. Also, der Blue, also Blue, voll Blue heißt also Blue auf den Wert 255 von 255. Dann ist es definitiv voll Blue. Mein Blue geht nicht mehr. Ja. Und so weiter und so weiter. Da gehen wir nach jetzt an Anstellung wieder gesehen. Beispielsweise mach ein Raum rund um alle Abschnitte. Mach einen Hintergrund für die Abschnitte. Schreib den ersten Buchstaben vom Abschnitt groß.
Ja, du kannst halt eine fancy Sache machen, ja. Nee. Ich gehe ja schon freiden, so ähnlich wie das Dokument für der Prüfung, ein Dokument mit Styles an Styles Ausstellungen, die ich gerne hat, mit nehmen, ja, Ausstellungen. Und ich gehe ja einen Text dazu. Ich gehe ja schon recht frei, das heißt, ich gehe die anderen Gruppe mit, für das Jitfried genau eine Woche Zeit hat. Also der kriegt die Sachen, ja. Ich bin frei, denn in einer Woche nicht du. Ich der lässt mir das irgendwie an das Büro zukommen. Ja. Aber das Prinzip steht für nur den Wort, dass es nicht zu ungleichen Behandlung kommt. Klar? Gut, ich die verstanden. Das geht etwas ganz Ähnliches wie der Tote logischerweise. Ja. So viel war hier, kann ich das nicht, das ist auch ganz egal, welchen Text das ist. Ich meine es just so, dass der Text verschieden ist von Student zu Student. Ja? Auch von uns selbst soll ausgesehen. Aufpassen, ein ist nicht identisch. Ich mache nicht so, dass er nicht identisch ist. Ja? Er fuddelt nicht. Ich will nicht in Antwort von einem kopiert sein. Sechs Mal. Just klar für die Leute. Die Menge, sie müsste mich schlau sein wie der Prof. Ja? Nee, 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 nee. Nicht, nicht, nee, nee. He learned his lesson. Ja? Vielleicht. Oh, von ganz jung hast du laut, wenn du mich lag. Es stung dabei, bei dem anderen stung dabei, 16 am Fett. So, okay, mal okay Break. Musst du weiterführen, weil wir hier noch viel Material. Ja? So, ich habe meinen Style angestellt. Wunderbar. Monat hat eine Nummer gemacht. Nächsten, Bruder, heißt. Ja, es gibt einen Bruder-Style. Monität 2 für den Niveau 2. Und auf wen soll sich die basieren? Das weiß ich nicht mehr. Den Evdelo vom, den wir schon haben, aber das kann ja ein bisschen mehr klein. Ja? Von der selber Style, dann stellt man doch so, der mal den Kaskad an der Geschrift kriegt, der guckt, was das der Standardtext, aber wie groß sind die Verschriften, sie paar Buch zu ihrem Standardtext. Ja? Ja, der kriegt natürlich matt gedehnt, ja. Aber die Sache ist ja nicht nur für, ich mache Papagei-Methode, mir irgendwann ein Kreier erstelle ich das selber für mein Dokument von 50 Seiten, was ich muss aufgeben. Ja? Also, just üben. Und nur also, ich mache es selber. Ich erfahre den Style selber. Gut, und den K-Vertikal haben wir auch gerne von 16 auf 14, also 14 Punkten. Es steht nicht drüber über den Style, ob es grau oder was auch immer ist, ne, das ändern wir also dann nicht. Gut, also, linked with, mon texte en dar, ne, linked with, mon en tête, une, très bien. Was wird geändert? Also, just Schrift, gräst, beginne ich ob 14. An den Spacing, den Abstand, no, ob 14 Punkten. Ich gucke mal beim Organizer, contains 14 Punkten. Ja, an die 0,40 cm. Sieh da, du steht nicht alles, du steht nicht Geramond, du steht nicht Sachen, die ich gift tun. Das sind Sachen, die ich high gerne tun. Wohl wissend, dass ich eine Dürbelverirrung habe. Ja? Klar? Also heißt ich nicht lo, wenn Adam den Ersten war, ja? Der will lo, was wir sagen, den Isaac, ja, und so weiter. Sieh mal lo beim Petit Fils, okay. Gut, genau. Deutsch, sehr gut. Ja, den Urenkel und so weiter. Gut, nächstes Stil kommen wir mal ein bisschen schnell. Monität 3. Ja, so viele Entät-Stile wie ich unbedingt da wichtig, wie ich verschiedene Arten von Überschriften habe. Das funktioniert das ganze System da noch nicht. Linked with.
Weil okay, da hatte ich die Schwer zwischen zwei Sachen, ich linke ihn noch mit dem Entret ein. Aber das kann ja nur 12 Punkte groß, aber Steel Italia G Gras, Annika Vertikal 12. Okay, let's do that. Das ist der Bruder, Lauf vom Entret 2. Das ist der Bruder, ja, oder die Schwester. So, also, das kann ja 12 Punkte Abschnitt, First Line. Also, ich sehe darum, ob wir das Ding wieder kommen, wie nicht, muss ich nur checken. Font soll sein Italic an Bold 12 Punkte. So, ich muss aber checken, wieso das den Entet 2 hat den auch den. Ich meine, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, hier ist Entet 2 aus meinem 1 verbunden. Du hast es richtig. Den 3 ist mit meinem 1 verbunden. Das ist richtig, so wie dem Dokument verlaufen. Geh mit der First Line, ich bin dran, ich weiß nicht, wie was. Ja, mit dem Entet 1 hat auch 0 cm. Gut, privat kann ich euch noch nicht direkt erklären, aber ich will es einfach verbessern. So, okay. Soweit klar? War das der nächste Schritt? Ich habe drei Überschriften Stile. Ich appliziere meinen Text Standard Riveral und noch meine Entet 1 und 2. Let's do that. So, dafür habe ich ein bisschen geholfen, indem ich Sachen einfach farbig auf vier gestrichen habe, für das ihr es erkennt, optisch. Und zwar, der Logistel Malveo, die große Überschrift, die wir leben reißen, das ist kein Stil. Ja, ich habe keinen eigenen Stil nicht für die große Überschrift gemacht. Die große Überschrift vom Text, vom Rapport, als Moment separat, als soll auch nicht an den als Verzeichnis abgeholt gehen, als Andehlung, ja. Aber fängt mal an. Klassifikation. Schon express L1 in der Geschrift, dass auch die Lächte versteht, dass er dort ist. Der Niveau 1 das. Also, Monotät 1. Ha, seht ihr? Als Plugin, als Großgehen, Abstand wird sich geändert. Nein, und als Streichen möchte ich nicht mehr. Das war gut zur Zeit, wo die Schreibmaschine gauf. Und als Streichen haut das, wenn er will, Hyperlinks durchstellen. Die meisten Leute verstehen in der Strache, also Link. Nee. Also vergiss das mit dem benutzt Bold statt in der Streich. Oder Italic. Ich habe es da 14 hier, wenn normalerweise in der Streich den nicht. Ja. Nee, drei Sachen, da das Overkill, ja. So, L2, also eine Sturm und Entet 2. Okay? War schon noch den Text wäscht, ne? Das mache ich aber dann zum Schluss. Lever, L2. Ja, das meine ich wahrscheinlich dann auch so. Oder du kriegst ja, du weißt, wie die als falsch ist ausgewählt, da brauchst du die Information im Prinzip nicht. Du gesagt, die Nummerrotation, die fertig. Und du kannst das dann als clevere Jung dann auch rausfinden. Monotät 2. Ah, gesehen, da schon halt den Text nicht an der Dach gestellt, gesehen ich gerade. Aber da machen wir den noch. Montext Standard. Klick. Voilà. Ich wollte trotzdem den Text anzustellen, bis die nächste Überschrift. Tick, fertig. So, die dort, den anderen Menas, Niveau 2. Hier im Normaltext. Ah. Ja, das rutscht nur rauf und rauf. Muss ich mal bis dahin. Ja. Wie ihr seht, das ist schon nicht alles ausgewählt. Ich spare nicht, geht ihm das Hinweis, wo, auf welchem Abschnitt das mein Maus. Oder war das ausgewählt? Ja, sind Abschnittsausstellungen, nicht Zahlen oder Inselwieder. Und dann, da tut dann also ein Erlehnt. Groß. Und dann haben wir im Text. Klick. Und dann kommen wir hier, da das Erlehnt. Dick. Den Text aus mein Text und auch. Klick. Das geht, ja, das ist wieder der Avantage von den Geschichten. L2, Klack. An mon Text und da. Da. Dick. Ah ne. Als ein L2. Dato als Standardtext. Dick. Du musst den Stil immer doppelklicken. Das ist so. Ja, es geht ja durch. Schön gesagt, es geht durch, dass dein Programm weiß, auf welchem Abschnitt das du warst. Ja.
Und wie das Teil just ein Satz ist, als Abschied geht durch, dass ich der Zahl ist. Okay? Aber den Stil musst du doppelklicken. Für den Zappizier. So. Und dann, okay, geht durch. Mein Text, Standard, klick. Ah, die tut nicht matt. Mein Text, Standard, voilà, den Abschnitt also dann auch. Und da geht der Teil weiter. Hier ist noch viel Text. Voilà, geht von da bis, hopp, scrollen. Da geht mir sehr matt in der Maus. Wupp. L2. Sind wir geschwind fertig. Oh ne, wir sind euch damit. Ja, ja gut, okay, ein bisschen habe ich muss sehen. Mon Text und Dach, L2. Ja gut, der dauert ein bisschen. Schüler schalt auf, gesehen ich. L1, groß. Mon Text und Dach, L2, klick. L3. Wupp. L3 hat kein Farbgift gesehen, nicht? Da muss ich gucken, für was wird denn L3 kein Farbgift. Und das basiert auf Monotät. Sie haben was falsch gemacht, oder? Aha. Das Rätselslösung. Ich hatte statt ob Linked With Next Star geklickt. Hier war der Fehler. Dafür hatte noch die First Line falsch, genau. War keinem aufgefallen, war nicht schlimm. Also muss ich frisch machen. Indents and Spacing, hier waren nicht 12 Punkte Abstand. Der Font war Bold Italic, aber 12 Punkte. Von der Fax, die verschneicht. Okay, und ich gebe, das ist gut. Okay, voilà, Problem gelöst, Style modifiziert. Und dann. Da ist mein Text und da, hier haben wir meinen Titel, L3. Doch, das kann ich auch stellen, ich weiß noch hier nur. Ja, keep with next, dann trennt das nicht. Mein Text und da. Und wie gesagt, das sind alles ein bisschen mehr avancierte Geschichten. Hier habe ich den da, mein Text und da, klick. Hier habe ich L2, klick. Hier geht das nämlich ein Abschnitt. Klack. Voilà, das war es. Enke speichern, save as, ja. Wichtig Regel, wenn ich mir sucht. Der macht das nicht. Alle 2 Minuten speichern. Text Format D. Nenne ich dann den Text. An AS4 richtig klasse, genau. Text Format D. Version live. So. Nee, schon noch nicht gespeichert, gerade hinter ich beim Text gefangen habe. Wir haben mein Programm zusammengeknallt, wie alles, was ich angestellt habe, wird Katz gewischt. Ja? Oder ich schalte in den Computer ein Kanal. Strom geht fort. So, okay, kommen wir nur zu den. Wir haben noch. Aufpassen. Kommen wir nur zum Thema. Nächstes Thema. Schon mein Style erledigt, das wichtig ist das. Das ist nur der Kern von der Sache kapiert. Style, Space, Formatting, Stelle für Textausstellungen und dort applizieren sich. Das geht viel, viel mehr schneller, wie alle ins Abschnitt und dann Arreglen, Gräsdänneren. Ja? Das kostet Zeit und überflüssig. So, der große Aha-Effekt ist, ich ändere meinen Text und daran, ich ändere die Schrift express ein Kern. Ich so ein Garamond gefällt mir nicht. Das so nicht. Mon Text und auch Modify. Font. Und ich so ein völlig nicht well, Palatino. Palatino. Apple Brei. Und da gesehen man nämlich viel. Ja, das machen wir lieber nicht. Breischrift. Na, das ist nur, sieht da. Hopp, der ganze Text wird sich geändert. Überschriften, kompris. Ja? Weiß ich nicht, ich habe gehört, du willst alle Punkte, wie bei der Breitschrift. Nee, das war aber nicht das. Andale Mono. Wupp, alles ändert.
Die Schrift war basiert auf dem Text und da. Der Monte Dune hat das Gift und dafür doch Schrift von der Schrift genannt. That is the power of cascading styles. Ja? Das wie ich, das, wenn der Webseite macht, hieß das dort ein CSS, Cascading Style Sheet. Ja? Das geht also nicht nur für Word Processing, das geht doch für Webseiten erstellen. Okay, also wir haben da drin auf Garamond. Ne, so kann ich mein ganzes Dokument denke checken, okay, gefällt mir nicht zu eng an der Schrift, zack, zack, fertig. Wupp, allem so weit war. Ja? Oder der Sod auf, nee, das Blut von den Überschriften gefällt mir nicht. Also gehe ich bei Monotät, wo die ursprünglich abgestellt war, so nicht, gefällt mir nicht. Ja, ich hätte gerne Magenta. Aber wupp, ach schon sind alte Überschriften Magenta. Ja? Ist das gut? Hast du das so, wie es soll sein? Jo. Ich hoffe, der appreciiert die Power von der Geschichte. Wie gesagt, der macht immer nicht, der braucht nicht, wenn ihr seit Text schreibt. Dann hast du das alles Overkill. Ja? Und hast du schwarz gemacht. Statt? Bleu. Bleu. Bleu foncé. Bleu. Okay. Und wupp, schon sind sie da. Très bien. Kommen wir los bei Kapitel Numerotation automatique des Titres, den Punkte geschenkt. Weil der Computer weiß lo, dass ich verschiedene Stile habe für Überschriften. Ja? Ich muss ihm noch mitteilen, das, was der Klammer steht, muss ich ihm noch mitteilen. Was als Niveau 1, 2 und 3? Ja, ich weiß es, was ich da getippt habe. Ja? Ich muss den Computer noch mitbringen. Und das fand er unter dem Menü Tools an Outline Numbering. Alles das, was ich erzähle, steht auch an dem Dokument. Outline Numbering. So. Und dann. Ihr bringt lo den Level auf Verbindung mit dem Style. Ja? Der sagt lo, welche Style wird welche Level. Ist das einfach zu verstehen? Ja. Level 1. Als nicht ein fest angebauten Heading 1, das ist ein Überschriftstil, den er hat. Sieht er hier Heading 1 bis 10? Nein. Es ist so, dass das Monotät 1. Number. Wie soll man zählen? Numerotation aus. Nein. Was ist die wissenschaftliche Numerotationssystem? 1, 2, 3. Character Style. Für Numerotation interessiert mich nicht. Separator before and after. Was soll nur der Ziffer kommen? Nur der 400 Ziffer nicht. Wir sind beim ersten Niveau. Mit nur dem könnt ein Trepier. Ups. Ein Punkt. Start at 1. Ja, die erste große Überschrift soll mit 1 aufhängen. Als logisch übergriffiges Beispiel. Ja. Dann 2. Stellen Sie einen Paragraph Style aus. Monotät. Très bien. Number. 1, 2, 3. Show Sub-Level. Ganz wichtig, der vergisst es nämlich so. Weiß mir im Moment 2 Leveln. Das heißt der nächste Sub-Level. 2 und dann noch zu gut 3. Aber im Moment kann ich kein 3 auswählen, weil ich schon noch kein dritte Level. Also passe, Show Sub-Level. Separator before nicht, weil ich schon den Punkt wofür drin. Mehrere Menge du noch. 1. Start at 1. Ja, 1.1 soll natürlich immer bei 1 aufhängen, wenn ich ein Innenniveau mache. Dann Niveau 3. Monotät 3. Also, ja. Nein, du musst es wirklich manuell machen. Show Sub-Levels, was musst du stehen? 3. Wie sieht der Uwe nicht mal gewesen? After soll der letzte Punkt, andere Punkt kriegen. Brauchen wir nicht minimum 3 Niveaus. Wenn ich gefeierten hat, ja, aber schon gefeierten Zuniveau, ja. Da steht bei Level, steht 1 bis 10. Nein, Diana. Die anderen los nicht, ich kann nur, nee,
Ich habe kein Feier-Niveau, lass das einfach sehen, auch wenn du Heading 4, 5 schreibst. Wir benutzen Heading nicht. Wir sind ja nicht ganz fertig. Numbering. So, wenn alles richtig gegangen ist, mis de lo, tara, ring. Automatisch Nummerotation nehmen wir das. Ja, ja, natürlich. Natürlich, der sieht ja nicht ganz. Ja, der macht natürlich, der tut eine wäschte Information, der das so just, ja, und so weiter. Ich meine, das lohnt nicht, ich überlasse nicht das. Okay. Also, guck mal, Lenke, geht doch bei Ihnen, du nur, fang die erste, gehen wir ganz zurück. Ja, die erste los war Klassifikation. War der Titel. Ah, der Titel ist separat. Kann man den Lenke getrennt? Ist so, das ist dann dieselbe Schrift, Garamond muss ich nur per Hand erstellen. Per Hand, ja, so wie das da. Die große Überschrift war 16, da geht er dort dann 18 oder 20. Ja, ich muss aber dann den ganzen Text auswählen, ja. 20 an Garamond, Klick, vielleicht Fett, an einen Zeilenabstand von Format Paragraph, Indents and Spacing, Below, bloß auch 20 Punkte nur dem großen Abschnitt Platz. Wupp. Das geht nicht an einen Styler gebunden, aber es sind die Einzelmenü-Sachen durchgegangen. Heute war das Format-Menü, da stehen die Sachen alle eigentlich getrennt. Ja? Bullets and Numbering weiß ich nicht, der wisst, wie ich Punkte kaufe, draufsetze bei Abschnitten. Ja? Wenn der den Text durchgeht, fand der irgendwo auch. Ja, bei Klassifikation geht es beispielsweise Punkten. Die machen einen Stopp per Hand. Weil die an den Style anzubauen, das ist nicht so ganz einfach. Mit Valo, le Mechanisme bis la Charge Utile, sie punkten. Also, das drei Abschnitte waren Punkten. Also, gehe ich bei Format Bullets and Numbering. Es so nicht sind Punkten, Deckpunkte, Klangpunkten. Und es so ein Okay, dann nehme ich das dort nur draus. Bon. Okay. Da kann ich noch einen extra Stil machen für die schriftlichen Bullets oder mehr Enumeration, mehr Abzählungen mit präzisen Anstellungen. Ich verzichte nur, ich meine das einfach. Ja? Auch das kann ein eigener Stil sein für Abzählungen, wo ich da so okay, der Punkt soll noch einen Zentimeter mehr weiter angeregelt sein an der Notation und so weiter, geht es ein bisschen mehr kompliziert. Ja? Okay, kommen wir auf das Thema. Header und Footer, den ich übersprungen habe. Cup of Host-Zeile. Okay, also landen wir da nur bei den Page-Styles. Respektive, ich muss nur tippen. Ich hatte ja gesagt, hi, als Header on. Ich klicke einfach dran, wenn der Header besteht, kann ich drauf klicken. Da steht, lo Header, a Klammern, the Page-Style. Me Page, mode Portrait. Da kann ich runter an den Page-Style. Für welche Seite gilt das also, den Header, ist identisch für all die Seiten, von dem dort der Page-Style. Dafür nicht Page-Styles. Ja? Ich kann verschiedene Header auf Footer machen für verschiedene Page-Styles. Hm? Klar? Wenn ich nur mein Endresultat gucke, steht drauf, was ich muss drauf setzen. Also ich sage nicht. Der neue Prénom, den Titel und den Datum. Okay? Machen wir das. Ton nom et prénom, da schreibt natürlich nicht ton nom et prénom, sinon ja, schreibe ich dabei bêtise grave minus 10. Ja. Ja. Ich kann noch ein automatisches Datum an, das ist dafür, dass ich das weiß. Okay. Ton nom et prénom und dann ein Tabsprung. Ein Tabsprung. Moment, das ist auch hier erklärt. Der braucht zweimal eine Entrée an der Badepage für die Seiten den HW und den BredeW. Vertikal von 30 Punkten, Nom Abschnitt an Tabstop Centré von 8 cm an Rieze von 16. An die anderen 14 an 28. Okay. Also Tab-Stops setzen. So, ich gehe hier noch weiter.
Und der Titel soll genau auf 8 cm stehen. Das verloren mitstocken. Der Titel soll genau mitkommen von der Zahl. Ja? Klick nicht ein hier bei Format Paragraph. Guck, da geht es in den nächsten Tabs. Und da steht dran, von der Sprung in der Menge Zahl, wo, auf welche Markierung soll der Sprung kommen. Ich lösche sie für dich mal gut. Ich setze 1 auf 8 cm, das müsste dann mit von meiner Zahl sein, und es so, dass wir einen sogenannten Center-Tab. Ja, und da setze ich einen neuen. So, wird nicht gemacht, ja. Und dann Rätsel auf 16, Schluss von der Zahl, Rätsel, Tab, Stopp. Ich weiß nicht, Herr wie das gesagt hat, 8 und 16. So, okay. Gesehen, was gemacht wird, oben an meinem Lineal, guckt ihr eine Markierung, 8 an eine andere Markierung, ob 16, wo die Zahl auch rief. Dann habe ich Logiciel Malveillant, was schreibe ich? Ich muss Gas geben, nicht? An nein, ich auf Tab-Stop drücken, da sprang ich auf den Schluss. Aber was soll durchstehen, weiß ich nicht mehr. Dann Datum. Ah, Insert. Fields. Oh. Field als ein Stück Text, was ein Programm ersetzt für euch. Automatisch ersetzt. Was hier rechnet. Ne? Was ihr nicht getippt tut, was hier gerechnet wird. Da kann ich beispielsweise ein aktuelles Datum dran setzen. Dann möchte ich nicht da. Und ich möchte dafür zu weisen, dass der Feld das, möchte nicht in der Litten so groß. Das wird nicht groß rausgedrückt, das ist just für euch zu suchen, okay. Na, und ich das wasch mal gesehen, da doch, boah, ich bald mir, das wird nicht groß geprint. Ich kann auch das noch ein bisschen ändern, der Formatage, ja, von dem dort, mir schlossen das nur mal sehen, wie das. So, und wenn er dabei jetzt soll und sich ein Abstand dran sein von 30 Punkten, 100 Abschnitt, dann haben wir das. Below 30 Punkten. So, was ich gesehen noch nicht, weil ich keine Zahl gemacht habe, weil da meine ich eine Zahl, da unten stehen. Vergiss das mit dem Alignement. Weil, was muss ich noch machen? Wie war es am Enddokument? Kann man gucken, wie es soll ausgesehen. Ich meine, es war kursiv und tut noch einen Strich drin. Meine Stadt. Kursiver Strich drin. Kursiver ist einfach. Ich wähle nicht aus. Ja, kursiv. Strich drin. Format. Paragraph. An. Dono. Borders. Und ich wähle dann einen Strich drin aus. Klicke nicht da drauf. Und dann habe ich meinen Strich drin. You see? As easy as it gets. Ich habe auch Footer. Den ist halt bei mir wichtig, weil am Footer könnt man Seitennummerrotation dran. Gucken. Seitennummerrotation. Die Klasse Num. Page so und so viel von so und so viel. Das ist das Allerwichtigste. Ja. In einem Rapport. Seitennummerrotation. So. Machen wir also. Nach 10 Minuten. Das Gedenk. Also, hier in der Irgendwo, Footer mit Page Mode Portrait, diese MTG2, Tab-Stop, oder nehmen wir einen Tab-Stop, und du sollst stehen, Insert, Field, da muss ich für dich schreiben. Page, Insert, Field, Page Number, de, Insert, Field, Page Count. Ja, der sieht zwei und die Dinger scrollen durch, das sind Felder. Und war noch ein etwas mit Tab-Stop. Ich muss noch gucken, was hier nicht gefroht. Tab-Stop 14 und dann 20. Okay, da mache ich halt zwei Tab-Stop. So, 14 und dann 20. Tabs. Delete all. 14 soll ein Center-Tab sein. New an 28 cm war ein Rätsel-Tab-Stop. Ja, passt nicht genau, weil ich schon nicht auf die falsche Platz gesagt habe. Was ist hier?
8.16, also doch für die Do. Also 8.16, so wie bei dem anderen noch. Sorry, das schneiden wir raus aus dem Film. 8.16, genau dasselbe ist die Uhren. 8, also Center, als 16, als Right New. So, also Tricht. Selbe ist wie für Drun, Kursiv. Kursiv, ja, das kann ja ein Indent Before von 30 Punkten, haben auch, ja, ist das gegangen? Ja, ist gegangen, ein Reihe, Strich drüber. Strich drüber, Borders, Strich drüber, Klick, Klick, fertig. Low Battery, merci. 10% auch. Das geht noch durch. So, jetzt was ich mich so passen als guckt, mit Page mit Paysage hocken, hat er auf Futter, sollen aber den Text kreieren. Ja. Ich versprang das Lummel. Ja, ich schreibe noch just halt vielleicht den Num. Ja. Und seit der Rotation vielleicht auch noch dahin, aber ich überlasse dann erst den Rest, weil das kommt, das geht mir nicht fertig. So, ich brauche zwei Zeit, wo den Inhaltsverzeichnis dran kommt. Thema Inhaltsverzeichnis geht ganz schnell. Okay? Wie mache ich ein Inhaltsverzeichnis? Ich mache ein Idle, zweite Zeit. Nein. Ich klicke neu für drum, ich suche Insert Manual Break. Page Style als Mode Portrait. So. Ohne Jeng Idle Site, gesehen da. Ja, an Heiner soll mein Inhaltsverzeichnis kommen. Schreiben das Wort Sommer oder Table de Matière. Ja. Also ein bisschen Deckin. Machen wir mit klein. So. An Heiner drinnen. Wie man ein automatisches Inhaltsverzeichnis geht an drei Klicks. Insert. Indexes and Tables. Das ist ein Indexes and Tables. Nein, okay. So, das ist ein Index. Das ist ein Titel. Okay, lass mal den schreiben. Sommer. Type Table of Content. Ja. Create from. Outline, ja, von den Sachen, die ich auf hier geöffnet habe, das sind die Level-Geschichten mit den Überschriften. Muss ich hier Modify machen, ich menge nicht. Styles, Levels, Content, ich probiere den denke ich raus. Here we go. Ja. Ah, aufpassen. Macht eine neue Seite dabei, ändert sich das nicht automatisch. Ja? Er passt sich nicht die Namen schon. Der macht ein Edit, nee, oder der sucht Update Index and Tables. Dann Update Index Table, dann passt nicht und dann ändert den. Guck, der geht nur nicht dran tippen. Du siehst auch schon einen Schreibfehler an der Überschrift. Wo ändert er das? Nee, halt nicht. Wo ändert er den Fehler an der Überschrift? Bei der Überschrift selber. Also nur mal der Rechtsklick Update. Ja, dann hast du Fehler geändert. Okay? So, okay, noch viel zählen über Überschriften. Machen wir zum Schluss noch ein bisschen schnell das Thema Index. Okay. Gehen wir bei die letzte Zeit. Klick. Aber ich muss wieder markieren. Wie war es? Virus wäre ein Logiciel. Ich sehe schon dem Wort Virus. Irgendwo. Wird das Fond? Nein. Irgendein Wort, wo das wird nicht am Inhaltsverzeichnis zum Besten mit Dave. So. Das Wort Virus will ich markieren. Und ich soll Insert Indexes and Tables. Das ist ein Eintrag, den ich brauche. Entry. Entry Virus, das ist ein alphabetischer Index, den ich will erstellen.
Das ist ein sogenannte Main Entry. Apply to all similar text. Ja, fahne die überall. Nicht nehmen hier. Ja. Match Case als größer Kleinschreiben spielt eine Rolle. So, nee, auch wenn Virus groß geschrieben ist, sollen nicht fahnen. Also Match Case nicht. Kleine Großschreibung beachten. Nee. Whole Words Only. Ja. Gebe ich aus, wenn das natürlich wird Virus. Virusoid. Ja. Das wird dann ein anderes Wort. Und da kann ich ein bisschen spielen mit den Sachen hier. Ich spare so, wie das so ist. Im Moment. Insert gesehen, dann markiere ich die überall, das Wort Virus. Close. Hatte ich nur auf Insert gedrückt? Ja, genau. Ich hoffe. So, und da sieht man das Wort wer. Wer. Da sieht man, wenn du das fand, und das kann ja so nicht wer, ob Mehrzahl 1 hat, so kein Rolle spielen. Insert, Index Tables, Entry. Wer? Main Entry, Apply to all similar text. Voilà. Insert. Voilà, wir müssen überall da, wo wer ist. Wie sieht da? Nur just wer. Ausgewählt, denn es wird ignoriert. Das ist mir egal. Da steht wer. Nein, so. Und zum Schluss, das wird logiziell. Insert. Index Tables, Entry. Logiziell. Apply to all similar text. Insert. So. Das ist schon nicht das, was überall markiert, wo das vier könnt am Text. Ich machen. Insert. Index and Tables. Index and Tables. Aber das kann ja King Table de Matière. Mehr ein Type als Alphabetically Index. Auf was ist basiert? Case-sensitive weg, combine identical entries weg, mit P oder PP, an Schmengen, das muss das gewischt sein. 3, 2, 1, okay. Ah, ist das Funktion. Ja. Ja, das käme, da geht es dann noch, es gibt da Styles, spezielle Stil, hier. Ich gehe nicht zu viel an Details. So. Okay, also. Kriegt die Instruktionen für ein Dokument mit. Den Text wegzukriegen. Ah, Moment, ich meine aber noch den Index. Moment, ich habe noch einen Grimm. Warte, eine Minute. Edit. Nur, dass du kein Englisch. Ah. Das heißt, also einfach das Wort Index an.